Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag, der 6. Februar. Ich weiß es nicht. Die Maus ist heute 16 Tage alt. Und es ist jetzt, ich weiß nicht, 8:30 oder so. Ich mache gerade unseren Staubsaugerroboter leer. Hier den Müll. Smurfy ist auch sein Spielzeug. Ich bin ein bisschen durcheinander. Wir haben heute einen Hebammentermin wieder. Es wird gewogen. Ich bin ganz aufgeregt, ob die Maus genug zugenommen hat. Ach, Smurfy, das nervt jetzt aber ein bisschen, mein Spiebi. Ha? Das nervt jetzt aber. Oh. Oh. Meine Befürchtung ist ja immer, dass die sagen, so, ja, ist nicht genug, ja, nicht genug zugenommen. Wir müssen zufüttern. So, jetzt mache ich den Staubsaugerroboter aber erst an, wenn ich mit euch fertig bin mit Reden. So. Ja, ich habe immer so die Befürchtung, dass sie sagen, die hat nicht genug zugenommen, füttern sie besser zu und so. Das möchte ich auf gar keinen Fall, weil dann geht die Milch nachher ganz weg. Und ja, die Nacht war wieder hervorragend. Wir haben super geschlafen. Einmal war Livia wach und habe ich sie gestillt. Ich glaube, um 2 Uhr war das. Und jetzt gerade habe ich sie wieder gestillt. Und da schläft sie wieder, die Maus. Also sie ist wirklich ein Anfängerbaby, muss man ehrlich sagen. Also wenn alle Babys und alle Geburten so wären, oder falsch ausgedrückt, wäre die erste Geburt und das erste Baby so gewesen, hätten wir wahrscheinlich 12 Kinder, Bernd und ich. Weil das so schön ist. Aber wir wissen, das kann sich alles ändern. Aber im Moment ist sie noch sehr, sehr gnädig zu uns. Ja, Bernd ist jetzt eben ausliefern. Da ist er. Ja. Ja. Da ist die Maus. Der ist ausliefern. Ne? Ist der Papa ausliefern? Ja. Oh. Die Maus. Ja. Können wir jetzt mal eben die Windel wechseln? Ja. Ja. Oder machst du noch was rein? Ja. Oh, 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 oh. Ja. Ja. Ja, der ist ausliefern, kommt nachher wieder und dann werden wir zur Hebamme fahren. Wir nehmen euch mit durch unseren Tag oder ich nehme euch mit durch unseren Tag. Ich werde mir gleich mal ein bisschen Gesicht malen, mich richten etwas. Also obwohl ich ja eigentlich gut schlafe dafür, dass wir ein Baby haben, sehe ich echt fertig aus. Ne? Ich habe jetzt hier voll Ausschlag auch noch bekommen. Ich glaube, das sind diese ganzen Hormonschwankungen. Und ich habe jetzt seit 2 Tagen, mache ich auch mittags oder nachmittags ein Schläfchen, weil Bernd hat mit mir geschimpft. Der hat gesagt, ich mache zu viel. Ich mache halt die Wäsche klar und Betten beziehen und Betten machen und saugen oder halt alles mögliche halt im Haushalt, obwohl Bernd mir auch wirklich sehr viel abnimmt. Er hat gesagt, ich soll das nicht machen. Wie gesagt, die Geburt ist jetzt 16 Tage her. Und der hat gesagt, ich soll mich immer noch schonen. Da ist eine Wunde in der Gebärmutter. Er hat halt über das Wochenbett nachgelesen. Ja, und er hat ja auch recht. Klar bin ich nicht bettlägerig, ne, aber gestern zum Beispiel auch, da waren wir morgens, war ich mit dem Hund, mit dem Smurfy spazieren, eine halbe Stunde, mittags eine Stunde mit Bernd und Smurfy zusammen und plus dann den Haushalt, plus die Kleine, alles machbar, aber abends hatte ich dann echt Rückenschmerzen, ne? So Steißbeinschmerzen und das ist vielleicht doch noch ein bisschen zu viel und deswegen, ja, habe ich jetzt seit 2 Tagen mache ich wieder, versuche ich Mittagsschläfchen zu machen und mich halt auch viel auszuruhen. Ich habe halt jetzt angefangen, dass ich merke, dass ich die Kleine, während ich stille, habe ich sie auf den Arm und laufe hier rum sehr viel und mache dabei sehr viel mit einer Hand. Und das sollte ich vielleicht auch nicht machen, das kann man mal machen, aber ich sollte mich vielleicht wirklich noch ein bisschen schonen und das versuche ich auch. Wir werden beobachtet. Ja, und deswegen, ja, war mein Haushaltsvideo vielleicht erstmal das letzte, was ich jetzt als letztes hochgeladen habe. Und das geht dann erst in 2, 3 Wochen wieder los mit Haushaltsvideos, dass ich
mich echt noch ein bisschen schone. Aber es ist nicht so einfach, sage ich euch. Ich sehe hier überall alles rumliegen. Und wenn dann spontan Besuch kommt, ne, dann schäme ich mich. Dann möchte ich es dann halt gerne ordentlich haben. Ne? Gesundheit. Naja, egal. Muss ich mich einfach zurücknehmen und erstmal alles heilen lassen. Es ist ja keinem geholfen, wenn ich hier einen Milchstau kriege oder so. Ne? Das wäre ja vor allem für die Maus fatal. Na, du kleine Maus. Ja. Ja. Super. Heute machen wir dich mal ganz schick, ne? Zur Hebamme. Ja. Das hatte sie gestern nämlich schon mal an. Das ist hier an, so Puffärmel, das ist so süß. Ja, ne? Wenn man die so hier drin hat, die ist dann auch echt ruhig sofort. Also jetzt gerade habe ich das Tuch gebunden, da wurde sie dann von alleine ruhig, als sie im Laufstall lag. Und dann bin ich erst hochgegangen, habe mir versucht, ein Gesicht zu malen und das zu übertünchen etwas. Und dann wurde sie unruhig. Ja, und jetzt habe ich sie hier rein gepackt. Und die Füße sind hier schön, die sind ja nackig darunter, keine Socken, aber da kann man das hier so schön rummachen. Ich habe jetzt mehrere Wickeltechniken ausprobiert und das ist echt die, die für mich am besten passt. Es geht schnell, es ist einfach und ja, ich kann das hier entweder drüber machen oder ich kann es auch runter machen im Sommer. Und ja, ich halte jetzt das Köpfchen noch, aber normal mache ich die hier dann noch übers Köpfchen, wenn sie schläft, dass das geschützt ist, das Köpfchen. Sag mal, ist sie glücklich hier? So kann sie halt schön gucken. Ne, kannst du dir alles angucken hier? Ja. Die guckt schon unheimlich gerne. Also die ersten paar Tage hat sie hauptsächlich geschlafen, die Augen zu. Und jetzt liebt sie das, wenn sie auf dem Rücken liegt und gucken kann oder ja so rumgetragen wird. Ne? Das findest du richtig interessant. Ne? Wenn wir rausgehen und dann das Tageslicht, der Himmel, dann blinzelt sie erst so, weil sie das ja noch nicht so gewohnt ist. Du bist so süß. Ganz aufmerksam bist du, ne? Ja. Super. Beglücke. Smurfy runter jetzt hier. So, also. Seit einer halben Stunde wollte ich euch schon erzählen, was los ist. Aber hier war so viel zu tun irgendwie. Wir waren noch einkaufen und Bernd hatte den Einkauf verräumt. Und ich auch. Und ich habe die Hälfte vergessen. Was hast du die Hälfte vergessen? Moment. Ja, Bernd muss nochmal los, weil morgen wollten wir Super Bowl Night gucken, Dingsbums. Und dann wollten wir halt Sachen frittieren und dann fehlen uns die Pommes noch. Deswegen muss er nochmal los. Also muss. Man kann ja auch ohne Pommes, aber nein. Super Bowl ohne Pommes. Und hier ist die Maus wieder im Tuch. Die ist heute ein bisschen anhänglich. Smurfy, hör mal auf. Nicht, du hast eine ganz kalte Schnauze. Aus. Ja, ich muss nur mal einweichen lassen hier den Kamin. Ja, den Kamin möchte der Papa anmachen. Aber der wird nicht sauber. Ja, schon, aber der Er ist so sehr pingelig mit der Scheibe. Die muss glasklar sein. Bitte da liegen lassen, ohne weggeschmissen. Nein. Doch. Wir haben im HWR ein Waschding. Ja, da räume ich ihn gleich hin, wenn ich fertig bin mit dem Kamin. Ich hoffe es. Wenn nicht, schmeiße ich ihn weg. So. Ja. Bis gleich. Bis gleich. So, jedenfalls, Osmurfi, ich stelle jetzt mal hier die Kamera auf dir ab. Oh, jetzt geht er weg.
Murphy, du bleibst hier. Jetzt hat er gefurzt. Ja, lass es stinken. Kipp ich um, der furzt hier und läuft dann weg? Ja, weil es stinkt bei dir. Boah. Ja, jetzt kommt er von jemand anhelfen. Raketenhund. Ja. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Weiß ich nicht mehr. Ich bin lost. Bis gleich. Viel Spaß. Also, ganz von vorne. Wir waren bei der Hebamme. Es war alles in Ordnung. Die Maus hat schön zugenommen. Es klappt alles. Kopf angewachsen ist und der Penis. Smurfy, komm her. Smurfy. Wo ist die Mama? Hier ist was los. Ja. Calvino wurde übrigens gerade abgeholt. Der ist nicht da. Der ist nicht im Irrenhaus da. Der hat seine Ruhe. Smurfy! Da ist er. Bis gleich. Also, bei der Hebamme war alles in Ordnung. Nach der Hebamme gehen wir immer gerne spazieren, denn da ist so ein schöner kleiner Park und dann ist das ein bisschen Abwechslung für den Smurfy und für uns auch, weil wir ja ne, nicht so viel raus sollen und dürfen. Dann waren wir halt schön spazieren und obwohl die Maus ganz warm angezogen war und ich noch die Decke drüber hatte im Tragetuch, also ich war mit Tragetuch spazieren und noch ein Mullwindel drüber und die Tragejacke, hatte sie so kalte Füße und als wir jetzt hier nach Hause gekommen sind, habe ich sie hier nochmal so extra in der Decke eingemummelt. Los, Murphy, du bist gar nicht anhänglich heute. Du bist wie die Livia. Ja, und er setzt sich dann immer hier so hin. Ja, dann waren wir im Auto. Dann ist Bernd einkaufen gegangen. Ich habe mit Livia im Auto gewartet, habe sie gestillt. Da habe ich mich dann bei euch bei Instagram gemeldet, dass alles in Ordnung ist mit dem Wiegen und so, dass es der Maus gut geht. Und dann sind wir nach Hause gekommen und hier war dann irgendwie total Chaos. Ganz viele Anrufe, die wir beantworten mussten und ach, was weiß ich alles. Ist ja auch egal. Jetzt wird's chillig, jetzt ist Wochenende. Genau, die Maus hatte geweint, als ich mit ihr nach oben gekommen bin. Da habe ich sie gestillt und dann deswegen habe ich sie wieder ins Tragetuch gepackt, damit sie schön schlafen kann. Genau. Und jetzt geht Herrchen eben einkaufen, ne? Und dann hoffen wir, dass wir ein schönes Wochenende haben, ne? Bist du fein? Bist du fein? Ja, du bist fein. Feiner Smurfy. Ja. Okay, ach, und das Video muss ich auch noch schneiden von gestern und vorgestern, den Doppelvlog. Das mache ich gleich. Ben guckt gleich Fußball und ich schneide dann das Video, genau. Bitte? Fleischwurst ist jetzt nicht so geil, die würde ich aber in den Kartoffelsalat reinmachen. Ja. Da hat die eigentlich so diese. Welche ist das denn? Das ist die aus dem Real. Okay. Vegane. Ja. Oh. Jetzt. Schläft die Maus. Die schmeckt wie normale. Nein, das schmeckt gar nicht. Ne. Bernd hat uns Abendessen gemacht. Nee, das ist nicht Abendessen, ne? Das ist Frühstück. Snack. Das ist mein Frühstück. Ja. Das ist ein Snack und zwar haben wir Linsensuppe noch vorgekocht fürs Wochenbett, aufgetaut mit Spargel. Extravagant verfeinert mit Spargel. Reicht, danke. Der ist aus dem Glas, ne? Ja. Ja, dann gibt es Brot, das habe ich selber gebacken, Toast. Soll ich heute noch ein Brot backen? Jetzt Brot geholt. Okay. Toast und Schwarzbrot. Genau. Damit keiner verhungert und Gemüse geschnibbelt für die Vitamine, die Fleischvitamine. Alle zusammen, außer Calvino. Der ist ja nicht da, leider. Ja. Der Papa macht Essen, der bereitet Essen vor. Smurfy bewacht ihn, falls ihm was runterfällt, dass er zugreifen kann und putzen kann. Und wir hören dem Mixer zu. Und schuckeln. Hallo! Und ich habe gerade das Video geschnitten. Das muss ich gleich noch hochladen. Und wir waren ja heute bei der Hebamme und der Bauchnabel ist super verheilt. Also der ist schon länger ab. Aber jetzt ist er auch verheilt.
Und gleich geht der Papa mit der Maus baden. Zum ersten Mal das erste Bad. Gehen die beiden zusammen. Zeig mal den Kartoffelsalat. Den finden immer alle, dass er so lecker aussieht. Der schmeckt noch viel besser. Der schmeckt noch viel besser. Können wir allen wieder Hunger machen. Ja. Und der ist für deine Eltern mit frischer Mayonnaise selbst mit gemacht. Mit richtigem Ei. Genau. Family and Friends. Lecker, lecker. Danke. Wo ist deiner Frachter? Nicht hier unten? So, er nimmt auch mit Ei, ne? Ich packe jetzt deinen hier rein. Oder unseren. Ja. In dem packe ich deine andere. Das wird ein bisschen mehr. Oder mein Night Snack. Aber das ist ein bisschen viel jetzt für Night Snack, ne? Das schaffe ich nicht alles heute Nacht zu essen hier. Die ganze Portion. Ach so, okay. Ich möchte mal umfüllen. Ja, super, mache ich. Die Maus war baden. War das schön mit dem Papa in der Badewanne? Ja, das war toll, ne? Da erzählen wir gleich, wie das war. Ja. So. Wir sind schon wieder beim Essen hier, beim Abendbrot. Und wurden jetzt unterbrochen. Miss Murphy muss raus. Oder musste raus. Bernd ist jetzt eben mit ihm rausgegangen. Und die Maus ist auch wieder aufgewacht. Die ist nämlich eingeschlafen nach diesem schönen Bad. Was richtig toll war. Bernd war in der Badewanne, in dem warmen Wasser und hat sie so, ja, halt auf sich gehabt. Und wir haben sie immer so mit einem Waschlappen mit Wasser ausgeschüttet. Und sie hat richtig entspannt. Das war richtig toll. Ja, und dann wurde sie müde. Die Maus, ne? Ja, und hast jetzt schön geschlafen und jetzt hat sie wieder Hunger. Ich schneide das einfach weg beim Video, weil ich jetzt die Kamera nicht umstellen kann. Wir suchen uns jetzt gerade einen schönen Film raus, den wir heute gucken möchten mal. Wir haben seit, also Ewigkeiten, aber mindestens seit der Geburt keine Filme mehr geguckt oder Serien. Und das möchten wir heute gerne mal machen. Deswegen schaue ich gerade nebenbei hier auf Netflix eigentlich mit Bernd, was so läuft, was man sich mal Schönes angucken kann. Ja, und dann lassen wir den Abend ganz entspannt ausklingen. Und ich würde mich jetzt hier auch vom Vlog verabschieden. Und ja, danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!